Hallo und willkommen zurück zu ARK. Während ich eine Woche in Japan war, sind der Fitzes und der Sipst einfach mal voll eskaliert. Hallo. Bisschen. Hallo. Die haben hier so ein riesiges neues Haupthaus gebaut aus Holz und Stein und jeder Kannst hat eine Hütte gekriegt und wir haben eine riesen Küche und wir haben einen Affenkopfmensch, der sich eine Freude daraus macht, Leute durch die Gegend zu werfen. Komm hier hoch, komm, das schaffst du. Hui, hui. Ja. Yeah. Schon stehen wir alle auf dem Dach. So, hier ist dann der Weg noch runter, genau. Ins Haus. Wow, oh, war das schlecht. Überleg mal gegebenenfalls abzuklären, ob mal die eine oder andere Mod drauf machen. Es gibt eine Treppenmod. Mhm. Und es gibt eine Dachmod, da kannst du noch ein bisschen detaillierter arbeiten. Wenn ja, man die Dächer jetzt so drin haben, gehen noch eigentlich. Ja. Kommen wir da rüber? Mit einem Sprung? Auf das Dach? Nee. So weit kommst du nicht. Was? 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 Doch, weil er das, weil er ziemlich hart Dings gelevelt hat. So. Müsstest du aber auch schaffen. Ich hab nicht. Oh nein! Ich hab nicht springen gedrückt rechtzeitig. Ich bin ein Gummibär, was ist da los? Gummibär! Oh nein! Hast du deinen Saft getrunken, ja? Ja. Ich hab meinen Saft getrunken. Jeden Morgen. Okay. Eklig. Na, ja. Ja, okay, ich hab's auch übergeschaut. Okay, man kann weiter springen, als ich gedacht hab. Ja, also wir wollen heute uns drum kümmern, lass du mal die Tür auf hier in meinem Haus, ey. Da fehlen noch zwei Türen. Hier. Die hab ich voll vergessen. So, wir wollen heute ein bisschen die Küche weiter einrichten. Küche. Küche. Müssen wir mal gucken. Oh Gott, ja, ist halt die Frage, warum die so weit auseinander jetzt gesetzt worden sind. Was? Ja, die beiden Cooking Pots hier. Damit ja ein bisschen Platz ist, weil du kriegst doch Damage, wenn du zu nah am Feuer bist. Boah, er baut die auch wieder so hier hin, so mega hässlich. Warum? Warum? Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall noch zwei Pre-Serving-Bits. Stell die doch hier in die Ecke. Bin ich eigentlich der Einzige, der offenes Feuer auf Holzboden irgendwie ein bisschen bedenklich findet? Das ist doch viel geiler, dass direkt an dem Haus Fackeln stehen. Okay. Und das, und das Haus aus, genau. Alles aus Stroh. Stroh. Ist fetches Stroh, ja, ne? Ja, so ein. Glaub schon. Sowas. Keine Ahnung. Kannst du die übereinander setzen? Nee, ne, wahrscheinlich was? Nicht. Was? Nein. Kühlschränke! Nee, das sind keine Kühlschränke, das sind die Räucheröfen. Achso. Also, ja. Den hatten wir den nicht auch schon mal vor? Das war die doch haben der, wir schon, wo, die haben wir schon, genau. Genau, es war doch, wo auch die. Wo das Jerky Beef rauskriegt. Genau, und das Fleisch sich ein bisschen länger drin hält auch und so. Es gibt auch nochmal richtige Kühlschränke. Da kommt auch noch ein oder zwei hier rein. Sag ich sie, das wird dann noch ein bisschen tricky mit den Stromleitungen. Boah, ich würde das so gerne wieder abreißen, was du hier gemacht hast, ne? Dann du baust doch niemand es, eine dann Wohnung. Mach es. Okay, ich baue das schön, ich bin Tine Hitler. Tine Hitler. Einmarsch in vier Wänden. Genau. Ganz genau. So. Ja, also, wir haben ja erzählt, die Jungs waren in Japan. Ihr wart auf der Tokyo Game Show, ne? Unter anderem, ja. Mit eurem Netzwerk. Richtig. Habt ihr wenigstens mal so ein paar behaarte Japan. Ja. Ein paar Spaß mit japanischen Frauen gehabt. Nee, also ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, was die anderen getrieben haben. Bevor jetzt einer fragt, das ist sogar bewiesen, ja. Die japanischen Frauen, die mögen es eher ein bisschen haarig. Hast du mal einen Besen? Okay. Frag ja, du reißt ja alles ab und dann beschwerst du dich, okay, wenn dir der Scheiß auf dem Boden liegt. Sind die Dinger hier teuer, die Cooking Pots? Kannst du nochmal zwei machen, bitte? Ich glaube, da brauchen wir 60 Steine oder so für einen. Haben wir genug. Ich habe gerade geholt. Mach die wieder weg. Ja, ja. Kurte, komm einfach am besten zu mir, damit du ein paar XP abstauben kannst. Wo bist denn du? Kein Mensch baut so ein Haus. Beim provisorischen Lager. Kein Mensch. Bist du doch noch nicht mal die Schränke auf, weil es ist nicht in Ordnung in deinem Kopf. So, 75 Steine. Was habe ich jetzt eigentlich alles auf Tasche, dass ich hier schon so am Atmen bin? Achso, ups. Wahrscheinlich 25.000 Steine. Kackvogel, geh weg. Bisschen Zetsch, ein bisschen. What? Ja, den Vogel kann man jetzt auch schmeißen. Und, was? Ja, hier ist so ein kleiner Vogel. Den kannst du schmeißen. Den kann man halt auf die schmeißen? Schulter setzen und ja, genau. Dann kannst du schmeißen. Egal. Kannst du einfach als Schweine benutzen. Ja, ja. So, jetzt habe ich Heidi auf der Schulter und dann. In die Richtung gucken, wo er hin soll und dann gib ihm. Mit E wieder. Thorax! Hui! Naja, und geht bei so. Bei PvP, da greift er, dann kannst Welt. Du angreifen. Lassen, halt. Alles klar, ich hab. Geil, zwei, Level wow, up! Cookie Pots. Level up, siehst du, das ist schon das erste Level. Was Level war denn? Fortitude. Einfach mal da rein, Alter. Das wiegt echt viel. Was wollte ich jetzt? Ich hab halt über 300 Engram Points. Schon also hart. Ich
Ich muss mich auf jeden Fall leer machen. Ich brauche jetzt noch die Schränke, die sind aber drinne. So, ich habe Cooking Pot. Bist du in der Küche? Nee, noch nicht. Setz sie einfach irgendwo hin, das wird schon stimmen. Ja, genau, irgendwo hinsetzen, damit er sie wieder abreißen kann. Genau. Bin unterwegs. Oh, alles klar. Wow, scheiße. Ups. Tschüss, da ist er vorbeigeflogen. Wo sind sie denn? Warum ist eigentlich die Tür kaputt? Ja, hier, Cooking Pot. Putz. Dankeschön. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du die hinsetzt, damit das deiner Meinung nach schön aussieht. Bräuchte ich eigentlich noch eine Frau für hier, ey. Also, Schönheit liegt ja eigentlich im Auge des Betrachters. Richtig. Deswegen wird er gleich nur für mich schön aussehen, für euch nicht. Nein, ich wollte gerade fragen, ob du irgendwie so ein Zeugnis für einen Feng Shui-Kurs hast oder so, dass du da... Ja, bestimmt, er war auch in Japan. ...offiziell irgendwie für geeignet bist, so Sachen einzurichten. Wo haben wir sie denn, die Dinger? Da... Ja, aber die Japaner, also Japan ist schon echt sehr, sehr strange, so. Ja. Da klingelt, Alter, klingelt okay. Sturm. Was klingelt? Achso, deine Klingel. Okay. Ey, du kannst das aber echt nur irgendwie in der Nähe vom... Du kannst das nicht so in der Ecke ballern, habe ich das Gefühl. Hm. Vielleicht wenn du die Wände wegmachst und von außen guckst und dann dir wieder dran sitzt. Das ist echt abartig. Du bist gezwungen. Weißt du, man könnte einfach mal kurz so ein, zwei Mal klingeln, aber nee, klingelt sturmig. Ja, muss. Das geht doch gar nicht, Mann. Wir stehen einfach genau in der Mitte. Wir machen nur einen Cooking Pot. Wenn er genau in der Mitte steht auf dem komischen Ding, dann sieht er, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht aus. Geht das? Platz hier? Ja, warte, ich will das eben noch ein bisschen drehen. Damit es auch schön aussieht. Sind wir echt gespannt. Setz ihn. Oh mein Gott, das sieht voll gut aus. Doch, das sieht echt nice aus. Damn. Ah, hätte noch ein bisschen mittiger gekonnt, aber ach, gut, ist egal. Aber ja, okay, reiß ab, du hast ja noch einen. Ja, ne, die paar Millimeter sind, glaube ich, jetzt doch wurscht. So, wo sollen wir dann die Kühlschränke hinpacken? Hier vorne? Ja, so da, ne? In die Ecke. Hier so dran, oder? Gegenüber von den Räucherschränken oder so vielleicht. Die Mörser können wir ja eigentlich so direkt hier an das Ding dran stellen. Eins. Ah. Hier. Eins. Da, wir brauchen einen dritten Mörser. Haben wir einen dritten Mörser? Nee. Nee. Dann mach ich, wir haben noch einen aufgebaut, aber der ist ja eh kaputt. Wir haben, also Sepp und ich haben halt auch festgestellt, es wäre nice bei manchen Dingen, dass man die abbauen kann und die gehen nicht kaputt. Ja, es wäre bei so ziemlich allen Dingen irgendwie kaputt. Nee, ich hänge zwischen zwei Dinos fest. So die richtig teuren Sachen, dann steig auch zur Not, wenn es nicht geht. So die richtig teuren Sachen, weißt du? So diese ganzen teuren Maschinen, die jetzt vor allen Dingen auch kommen. Aber wir müssen sehen, wir brauchen gerade für die Waffen und so weiter. Scheiße, lass dich für die ja weg damit. Ein Haufen Zeug, du brauchst Polymer enorm viel, dann diese Elektronikplatten da. Und dann brauchst du unheimlich viel Rohstoffe für den ganzen Scheiß. Es ist heftig, was da noch kommt. Ich muss mir erstmal zurechtfinden, wo das Hide ist. Da drin hatten wir kein Hide. Hide ist noch in der kleinen Hütte. Was brauchst du denn, wie viel? Ja, keine Ahnung, für so einen Mörtel halt. Mörser. Ja, bringt dir mal mit. Weil wir haben ja noch nicht umgebaut, weil. Ja, Wein halt. Bei Baum. So. Ist da was drin? Nee. Das hab ich gerade rausgeholt. Achso, stich extra hinter dir. Schmeiß! Jawohl. Gerade rausgeholt. Alles da. 689 Hide, alles klar. Du kannst klar. Dann, ist nicht viel. Du kannst dann entweder nimmst du von den neuen Häusern eins, was schon da steht, oder du suchst dir halt einen Bauplatz und sagst dann Bescheid, dann bauen wir da ein neues hin. Hä? Ich wollte einfach nur den Cooking Pot bauen, den dritten. Also hier den Mörtel, den drin. Damit das ja, hier aber alles generell, du musst ja auch irgendwo so wohnen. Ja. Betten, so. Okay. Scheiß Affe, schmeiß mich da rein jetzt. Gar nicht so kacke zu gucken, fetter Affe. Jetzt zieh mal erstmal dem Affen eine rein, ey. Nur das ganze Hype mit. Ja. Schmeiß das einfach weg. Brauchen wir eh nicht. Na guck, kommst du auch hoch hier. So, wo packen wir das halt hin? Einfach hier in irgendeine Kiste, die gerade frei ist. Ja. So. Ey, hier ist immer noch ein Ei drin. Wie lange ist das scheiß Ei denn haltbar? Ich fress das jetzt. Ist das einfach.
Zack. Nom. Weg damit. Direkt war das. Ah, okay. Cool. Bin vom Steg gefallen. Ja. Ja, da passiert öfters. Müssen wir schauen, kann man Leitern freihängen? Also das nee. Ohne eine. Nee, ne? Leider Bade. Nicht. Da finde ich auch schade, dass man hier irgendwie keine Hängeleitern und so was machen kann. Aber jetzt hätte ich gesagt, lass uns da irgendwo zwischendrin immer mal eine Leiter reinhängen ins Wasser. Dass du da raus kannst, aber so. Ja, vielleicht kommt das ja auch noch. Alles. Wird schon. Ist ja nur Alpha, ne? Ach, ich wollte irgendwas zu essen holen, genau. So, der war doch in irgendeiner schon Treiber drin. Ne, da war Patch. Ja gut, selbst ein oder zweimal konnten wir auch nicht aufnehmen, weil die dann mit den Updates so schnell nachgezogen sind, dass die Anbieter, also hier in Eldorado, überhaupt nicht nachgekommen sind mit dem Updaten. Okay, der Server läuft. Verdammt, der ist schon wieder eins. Na. Ja, so ungefähr war das, echt. So, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, genau, ich wollte mal gucken, ob wir noch ein paar Steinwände bauen. Und ich dann hier in dem Haus, in dem extra großen? Ja, natürlich, ich gönn mir das extra große. Gönn dir das extra. Hier hinten. So. So, dann brauche ich einen sehr großen. Oh. Wood Thatch Fiber Height. Ja, aber hier will ich keine großen Schränke drin haben. Die ich will einen großen Kiste. Schrank für mich. In meinem Haus. Den kann ich noch gar nicht, den muss ich erstmal lernen. Engram Points. Wo ist denn der große Schrank? Wow, Alter, was für ein Leck war das denn jetzt bitte? Warum? Ich weiß nicht. Ich war gerade in dem Küchenhaus und auf einmal stand ich wieder ein paar Meter vor dem Haus. Okay. Ein bisschen übertrieben. So, irgendwas craften, damit gut man ein paar EP kriegt. Na, wenn er bei mir Ich hoffe, er steht hier. Gut, er steht hier in der Nähe. Also was ist ein Bookshelf? Bookshelf ist es nicht. Bau nicht das Bookshelf. Okay. Ich weiß, was ich mach. Da packe ich jetzt einfach mal da rein. Geil, ich kann eine Shotgun bauen. Theoretisch. Nur mal kurz ein paar Narco-Berries. Trampelt hier mit einem riesen Viech aber durch die Gegend. Könnt gleich ein bisschen ruckeln. Jo. Alles klar. Das ist einfach so übertrieben. Da gehst du zweimal auf den Boden stampfen, hast du einfach mal so 2000 Beeren. Okay, mein Inventar ist schon wieder. Wow. Ne, Steine sind alle weg. Lag. Ruggel. Ja, ne? Bin unterwegs. Vor allen Dingen, bei mir geht einfach mal kurzzeitig von 35, 40 FPS auf 0 runter. Ja. Ganz kurz. Naja, einer müsste schon sein. Ganz kurz. Das ist krank, ey. Hast du es endlich mal? Ja, Moment, ich bin gleich fertig. Aber ich weiß nicht, liegt das an Eldorado oder liegt das wirklich an Ark? Vermute es liegt an Ark, dass der einfach für jede Beere irgendwie eine Datei übermittelt und dann einfach der Server darum nicht hinterherkommt oder so. Aber der übermittelt das doch nicht an alle. Eigentlich scheinbar schon. Nicht. Weil, wie gesagt, auf dem Server, wo ich sonst auch noch spiele, haben wir das Problem nicht. Nämlich nicht. Ach. Tja, dann liegt es wohl doch an Eldorado. Eldorado, fix this, please. So, okay, also das Haus mit. Das Steinhaus ist soweit fertig. Es fehlen nur noch die Fenster. Und die Doorframes. Ah, da brauchen wir Steine. Ah, der Mammut hat sogar fast Level up. Nice. Oh. Und ja, Leute, die anderen Turtles, die holen wir auch noch. Keine Sorge. Ja, stimmt, wir haben einen Turtle. Warte mal. Hier. Der war für eine Schildkröte grün angemalt und einen blauen Streifen drauf gemacht. Guck's dir an, Sepp, das Ding ist blau. Also ich fand auch, dass es blau. Ich letztens in der Aufnahme geguckt habe. Deswegen habe ich ihn auch Leonardo genannt, weil es blau was ist. Was sauft ihr denn in Essen, das blau-grün ist, ey? Scheiße. Ja, für mich ist er blau-lila. Irgendwas muss dann deine Farbeinstellung nochmal ändern. Der Affe ist bei mir auch schwarz. Nein. Was? Es regnet. Ja, wow, ey. Wie viel Fleisch hat denn der scheiß Tiger hier noch drin? Ach du Scheiße, ey. Der Wolfgang wird wach. Alter, wie viele Narcos wir haben. Wir sind mal eben so 270 Stück. Ja, mega. Hier sind auch nochmal 110, lol.
Hau Narkotics durch. Sammelt mal bitte alles Gammelfleisch, was ihr gerade finden könnt. Jo, warte, mach ich gerade. So, okay. Geh gerade mal raus zu meinen Dinos. Dann lass aber Q-Tip starten, weil dann kriegt er die doppelten Dingens. Oh yes. Ja. Mhm. Muss ich dann trotzdem noch in der Nähe sein, nachdem ich es gestartet habe? Nee. Wir müssen dann nur in deiner Nähe sein. Richtig. Du kannst hingehen, wohin du willst. Ja, Q-Tip, dann lass mal ins alte Haus gehen, weil da stehen zwei Mörser. Cool, Rollstuhl Goebbels hat hier Teen Legends in. Rollstuhl Goebbels ist ehemals Habibi. We never forget Habibi. Hashtag. Oh nein, ja. Habibi ist tot. Nein, Goebbels ist tot. So, und Habibi ist jetzt Rollstuhl Goebbels. Richtig. Eiskalter, dass ich mein Raptor hat er sich gekrallt, aber egal. So, mörteln wir jetzt in der Küche das Ding, das Zeug. Nee, hier. Oder hier, altes Haus. Warum das denn? Ja, weil hier zwei Mörser stehen. Ich bin gerade hier. In der Küche stehen drei. Ja, dann mach in der Küche, das wird jetzt eingeweiht, was ist los mit dir? Na gut, dann sammle ich den Shit hier wieder ein, weil hier nämlich auch noch ein Haufen Berries drin sind. Aber in die Küche. Ich hab richtig viel Gammelfleisch, ne? Also richtig viel. Soll ich das mal irgendwie in eine Aldi oder so bringen? Die können das nicht bestimmt gebrauchen. Haben die bei allen nicht die Koksbananen? Ist doch alles dasselbe, Koksbananen. Ey, wer macht hier irgendwas? Ich krieg XP. Gammelfleisch. Ja, ich hab noch ein paar Spark Powder in Auftrag gegeben. Ah, okay. Und hier ein bisschen was da noch so rumliegt. Ich bin zu dumm zum Laufen. Das, glaube ich, weiß deine Mutter auch schon. Deine Mutter! Ah. Ich teile das mal hier auf, ne? Damit da überall das gleiche drin ist. Dann brauchst du eigentlich nur rumlaufen und überall starten. Wenn das geht, ne? Nein! Du scheiß Dino! Hast du Lack gesoffen? Lauf! Das, zack. So, warte. Ne, da einfach drauf. Kann ich irgendwie mehr davon. Zack. Ach, da Craft zack. All. Ja, genau. Perfekt. Zack, zack. Warte, ach, das kannst du hier gleich nochmal machen. Einfach starten und gib ihm. So, warte, du kannst das nochmal machen. Ich hab noch richtig viel dabei. Ja, er kann aufstocken einfach. Ja, genau. Das geht auch. Dreh schon mal ein paar durch hier. Wo soll ich das reinmachen? Hier? Hier, Gammelfleisch, da, da, da. Hier auch noch was rein. Zack. Ja, jetzt haben wir nicht so viele Berries. Aber egal. Passt schon. Sag, wir machen dann hier einfach einen kleinen Cut. Lassen das hier einfach laufen. Oder gut. Wir beenden einfach die Folge hier. Wir sind ja schon bei 18 Minuten. Cut? Folge beenden? Du warst so lange in Japan, Kollege, ey. Ja, Cut ist für mich, wir machen eine kurze Pause und sind in derselben Folge weiter. Das ist ein Cut. Ja gut, stimmt. Da ist eigentlich schon recht. Ja, wir beenden jetzt einfach hier die Folge, sagen tschö, bis zum nächsten Mal. Ich hau hier eine Frühlingsrolle rein. Macht's gut, bis dann. Ja, tschüss. Bis dann, tschüss.